So, hallo, während es im Hintergrund Steam noch lädt, starte ich schon mal die Aufnahme, um ein paar kurze Dinge zu sagen. Ich wollte schon ewig lange wieder Iwanamaker aufnehmen, aber ja, es ist halt nicht mein Hauptprojekt und dadurch verzögert sich das immer ein bisschen. Und ja, aber ihr könnt davon ausgehen, ich habe das nach wie vor auf dem Schirm und ich werde es auf jeden Fall noch intensivst weiterspielen. Ich habe so viel da noch, was ich tun möchte. Ich möchte mir am liebsten alle Level von Echo Mask und von Erik anschauen und dann diese Challenges spielen und die Daily Dinger und ach Daily sag ich schon, die Weekly Mixes und so weiter sehen halt auch alle ziemlich cool aus. Und ja, also ich habe an sich noch viel vor mit dem Spiel. Das Problem ist nur die Zeit. Die Zeit und dass es halt nicht mein Hauptprojekt ist und deswegen kann ich es natürlich nur aufnehmen, wenn ich schon einiges an Hyrule Warriors vorprogrammiert wahrscheinlich vorgespielt habe und ja. So, jetzt sind wir drin. Ich gehe jetzt einfach mal fix in meine Playlist, denn ich habe sicherlich noch eine noch zu spielen Playlist, ne? Da habe ich doch was angelegt. Und da sind bestimmt Level drin. So, und die gucke ich mir jetzt erstmal an. Ich weiß gerade nicht, was da alles noch drin ist. Aber irgendwas ist da drin, was ich spielen wollte. Also spiele ich das jetzt erstmal. Das ist vielleicht was, was nicht allzu schwierig. Ja, okay. Ja, von Echo Mask, ne, der hat noch, du hast so viele extra Codes noch und so weiter reingeschrieben. Ich will mir sowieso alle deine Level angucken. Insofern, ja. Achso, das ist das, wo wir mal ganz am Anfang, ne? Ja, vielleicht später. Jetzt nicht. Jetzt gucken wir uns erstmal Refreshing kommen. Wir machen es einfach der Reihe nach. Wir gucken mal, wie weit wir heute kommen. Wahrscheinlich schaffen wir genau ein Level, weil ich an einem Level wieder ewig sitze. Also 38 Sekunden 2. Und sieht nach einem relativ normalen Level aus. Gimmick-Centric Adventure und Spike-Centric. Okay. Let's go. Erstmal wieder rein. Oh, meine Güte. Erstmal wieder hier reinkommen. Okay, das geht sogar. Das sah schlimmer aus, als es ist. Das ist wirklich wieder so ein Fall, wo man denkt, okay, das sieht übelst böse aus, aber ist es halt gar nicht. So. Ah, ich darf nicht verstanden. Ich darf den Doppelsprung nicht verschwenden. Huch. I see. Ach so, und hier, ah, da oben dreht es dann wieder mich um. Nice. Ah, ich mag dieses Ding. Aua. Ah, und deswegen sind hier die Blöcke, dass man da unten nicht cheaten kann. Ah, I see. Ach, ich denk noch nicht richtig nach, was das angeht hier. So. Na, ich gucke immer schon auf den nächsten Teil und laufe dann in die Stachel hier rein. Das ist ein bisschen ungünstig. Aber ich verstehe auch noch nicht, wie es dann da für mich. Oh! Doch, ich verstehe, wie es da für mich weitergeht. Oh, die Maus ist. Entschuldigung. Die Maus ist noch im Bild gewesen. Muss ich schneller reagieren. Das nicht. Ja, dann brauche ich noch den Sprung. Kriegen wir hin. Alles nicht so schlimm.
So. Na. Ich muss es noch besser koordinieren, aber an sich weiß ich, was ich tun muss. Ja, ja, und dann noch springen. Und dann noch springen. Aber das, es wird. Das ist jetzt bisher die erste Stelle, an der ich hier ein bisschen struggle. Aber es wird. Nein, ich hätte noch springen müssen. Ich bin noch zu langsam. Vielleicht. Na, egal. Ich brauche gar nicht mehr nachdenken. Es hat funktioniert. Oh, da muss ich. Oh, da muss ich jetzt. Mache ich das denn? Yikes. Einfach zweimal drücken? Ja, das haut ganz gut hin. Das ist gar nicht so einfach. Nein! Oh Gott, wie mache ich das denn? Jetzt da rein. Oh! Oha, und jetzt muss ich... Oh, I see. Nein, zu bald drüber. Oh, Mist. Oh, Mist. Oh Gott, zum Glück hat es wieder funktioniert. Nein! Ich muss springen, dann... Oi. Okay. Uff. Yes! Oh Gott. Also ich muss springen, dann porten und dann den nächsten ansetzen. Genau. Und jetzt darüber. Oh Gott sei Dank. Oh, das war kein netter Abschnitt. Der Abschnitt war nicht nett. So, das ist schon besser. Yay! Okay, schnell einfach hoch, oder? Okay, tatsächlich schnell hoch. Ayuyuyuy. Ja, moin. Okay. Das war am Ende nochmal ein bisschen interessant. Ja, schönes Level. Schönes Level. Die Stelle zwischendrin hat mich ganz schön, gefordert. So. Timed Temple. 15 Sekunden. Also das dürfte nicht sonderlich schwer sein. Nicht. Das ist falsch ausgedrückt. Das dürfte nicht sonderlich lang sein. Schwer scheinbar ja schon. Wir gucken rein. Ach so, ist die Maus überhaupt noch im Bild? Habe ich das ja, die Maus wird noch aufgenommen. Das tut man gleich mal ändern. Ich kann doch einfach sagen... Nee, kann ich nicht. Kann ich die Maus nicht rausnehmen? Nee, kann ich, bei Fensteraufnahmen kann ich das scheinbar nicht. Okay. Wieder was gelernt. Ich habe keine Option. Nee, ich hab bei Eigenschaften keine Option, die Maus rauszunehmen. Wahrscheinlich, wenn es eine Game-Aufnahme wäre und das hatte, glaube ich, irgendwie nicht funktioniert. Ist ja wurscht. Es nimmt jedenfalls auf, ich muss nur dran denken, die Maus rauszutun.
Alles gut. Eieiei. What? Aber jetzt weiß ich, warum das Timed Temple heißt, weil es ist alles getimed. Entschuldigung. Oh Gott. Aber wahrscheinlich deswegen schwer, weil man es am Stück schaffen muss. Nein. Ja. Das kommt. Okay, das ist wirklich exakt getimed. Aber cool auch an die Musik angepasst, ne? Das muss man erstmal. What? Waren das große Knöpfe zum Schießen? Ich glaube ja. Nope. 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 Oh boy. Hä, ich darf den Sprung da noch nicht einsetzen. Einfach nur fallen. Und dann da, eieieiei, und dann geht's dabei immer noch weiter. Ich glaube, ich krieg keinen Zwischenspeicherpunkt, kann das? Oh Gott. Nein! Und dann muss ich da so einen Bogensprung machen. Nein! Oh. Ich krieg den Bogen noch nicht raus. Nein! Das war gut. Das nicht. Nein! Wow. Das war ja super knapp. Also war ich zu kurz oder wie? Also halt zu langsam, nicht zu kurz, keine Ahnung.
Nein! Ach Mann! Ach, ich hätte mir ja nicht mal hindrehen müssen. Ich war ja schon richtig gedreht. Nein! Oh, so close. Aber so weit waren wir noch nie. Das war doch schon mal ein Fortschritt. Ah, Mist. Nein! Okay, aber wir kommen immer öfter runter. Das ist doch schon mal ein ganz gutes Symbol. Was mache ich denn da? Darf da bestimmt auch nicht warten. Darf da bestimmt auch nicht warten, ne? Aber das wird da enger. Also, ich muss mir das mal kurz angucken. Sehe ich das von hier aus auch? Jetzt geht's unten gerade los. Jetzt kommt die Schüssel. Hä? Okay. Muss da dann echt schnell einfach durch. Puh. Nein. Aber jetzt sind wir schon so weit, jetzt werde ich den Rest auch noch hinkriegen. Mist. Thank you.
Oh boy, und dann muss ich da ganz eng durch, oder wie? Yikes. Nein! Okay, okay, wir kriegen Sinn. Wir kriegen Sinn. Wir waren so nah dran. Ich spiele jetzt, bis ich's hab. Come on, ich muss mit den Kugeln noch ein bisschen schneller hochkommen. Das hat nicht. Oh, wait, kann ich durch die Kanonen einfach durch? Oder muss ich da um die. Oh, das muss ich ausprobieren. Das muss ich jetzt einmal ausprobieren. Weil das würde Zeit sparen, wenn ich durch die einfach durchspringen könnte, durch die untere. Oder ob die mir wehtut. Die müsste mir wehtun eigentlich, oder? Aber es sah halt gerade nicht so aus. Jetzt konnte ich es nicht testen, weil ich dumm bin. Ich glaube nicht, dass ich durch die, die ist einfach fest, ne? Die müsste fest sein. Sie muss mir nicht wehtun, aber sie muss fest sein. Man kann ja draufstehen, ja, das kann eigentlich, ne, wobei. Nee, ich kann nicht durch, okay, ich kann nicht durch, alles gut. Ist wie eine Kiste. Mist. Es ist so perfekt der Musik angepasst, das ist echt cool. So, Rhythmusspiel trifft I Wanna. So in etwa. Nein! Oh, come on! Da haut er einfach ab. Also es ist nur eine Frage der Zeit. Wir werden da nach hinten kommen. Wir werden dieses Ziel einsammeln. Wenn es das Letzte ist, was wir tun. Ja gut, es ist das Letzte, was wir in diesem Part tun. Insofern passt das. Aber ich komme nicht so schnell nach hinten. Ich schaff's nicht noch so schnell. Also ich muss noch ein Stückchen schneller sein, scheinbar. Wenn ich das richtig interpretiere. Das Ding haut mir zu schnell ab. Als dass ich da noch reinkomme dann. Ich muss noch ein Stückchen schneller sein. Irgendwo kann ich noch Zeit rausholen. Ich weiß noch nicht wo. Aber irgendwo kann ich noch Zeit rausholen. Nein!
glaube, das war jetzt schneller. Ich glaube, das war jetzt schneller. Ich muss da wirklich. Ich darf nicht anhalten. Also, du musst wirklich don't stop, ne? Die ganze Zeit. Einfach durch. Einfach durch. Ach Gott. Oh, jetzt bin ich hängen geblieben. Oh Gott, diese letzten Sprünge sind so aufregend. Ich bin hängen geblieben. Mann, ich... Drück doch schon auf die Taste. Ich hab's wieder nicht. Ich schaffe es nicht, rechtzeitig abzuspringen. Mein Finger blockiert. Gibt's doch nicht. Ich bin zu bald wieder gesprungen. Ich hasse alles. Dann schaffe ich. Wieso springe ich denn nicht einfach weiter? Nein! Aber hätte das gereicht? Ich habe nicht das Gefühl, dass es reicht, um in das Ding reinzukommen. Ich habe das Gefühl, ich bin da noch ein Ticken zu weit weg. Kann das sein? Ich habe es halt noch nie bis nach hinten geschafft. Das ist das nächste Problem. Ich konnte es noch nie testen, ob es wirklich reicht oder nicht. Uiuiuiui. Mist. Mist. Yeah! Oh, Mamma Mia! Huh! 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 Okay! Okay! I see! I see! Nächstes Mal das One Screen. Wir machen erstmal diese Liste hier durch.
Aber wie gesagt, bitte habt ein bisschen Geduld. Es wird immer mal wieder ein Part kommen. Ich habe das Projekt auf keinen Fall vergessen. Ich werde es auch nicht vergessen. Es wird auch nicht so sein, dass auch wenn mal 2 Wochen lang nichts kommt, das Projekt dann vorbei ist oder so. Nein, es wird immer mal wieder was kommen. Ganz, ganz 100%. Ich möchte so viel hier spielen. Ich möchte so viel hier noch spielen. Es ist, ich weiß gar nicht, ne, wo man anfangen und enden soll. Aber man hat halt nur so ein paar Parts zur Verfügung. Also insofern... Ja, es kommt noch viel zu diesem Projekt. Also zu dem Spiel hier kommt noch viel, weil es macht mir mega viel Spaß. Aber meine Hauptprojekte sind halt meine Hauptprojekte. Und das hier habe ich ja so als Nebenprojekt angefangen und es bleibt dann nur Nebenprojekt und damit kommt es, wenn es kommt. Okay, wollte ich nur kurz gesagt haben, ihr dürft mich gerne immer wieder erinnern und so und nachfragen und sagen, hey, du hast doch noch das hier, dann das kommt mal wieder was und so. Gerne jederzeit, gar kein Problem. Aber ihr sollt nur wissen, ja, es kommt auf jeden Fall noch was hierzu. Danke fürs Zuschauen und tschüss.